Unter dem Motto Herzblut für Rostock gab es in der Hansestadt eine große Blutspendenaktion in der beruflichen Schule Alexander Schmorell. Über 200 Schüler, darunter viele Erstspender, haben sich daran beteiligt. Mit der Aktion sollte den Jugendlichen die Angst vor der Nadel genommen werden. Hintergrund ist der aktuelle Engpass an Blutkonserven in Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere nach der Grippewelle. Wir verzeichnen einen Rückgang in Erst- und auch an Wiederholungsspendern, aber das liegt allgemein am Rückgang der spendefähigen Bevölkerung. Wir haben weniger junge Menschen, die überhaupt in der Lage sind, eben Blut zu spenden. Und unsere über Jahre treuen Spender, die sind jetzt in einem Alter, wo sie nachher nicht mehr spenden dürfen. Und der eine oder andere wird von denen Patient. Und deswegen haben wir allgemein einen Rückgang an Blutspenden zu verzeichnen. Aufgerufen hatte das Klinikum Südstadt Rostock, das in der beruflichen Schule Alexander Schmorell junge Menschen in Gesundheitsfachberufen ausbildet. Herzblut für Rostock fand im Rahmen der Kampagne Fit für 800 statt. Aus Anlass des 800. Geburtstags wollen wir unserer Stadt mehr Stadtgesundheit, mehr Lebensfreude schenken. Und heute ist eine ganz besondere Aktion, die wir unter dem Motto starten: Gemeinschaft und Gesundheit. Und wir möchten an unserer beruflichen Schule mehr Erstspender gewinnen, neue Erstspender gewinnen und daraus natürlich auch Dauerspender. Denn das ist ganz, ganz wichtig für die Patientenversorgung. Nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, nicht nur in Rostock, auch bundesweit. Und das unterstützt uns und die Patienten natürlich sehr. Die Schüler hatten einen ganz besonderen Anreiz, denn am Ende winkten auch Preise. Außerdem wurden sie von den Basketballern der Rostock Seawolves unterstützt, die seit langem mit dem Klinikum Südstadt kooperieren. Das große Ziel des Südstadtklinikums ist es, dass zum 800. Stadtgeburtstag insgesamt 800 Erstspender gewonnen werden können.